begrüße euch zu unserem dritten Let's Play Far Cry 4 zusammen mit Norman, der im zweiten Let's Player gespielt hat. Jetzt habe ich den Controller wieder übernommen und wir machen weiter. Norman, wie war so dein Eindruck beim zweiten Let's Play? Wie hat es sich angefühlt für dich? Ja, auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Also klar, natürlich als PC-Zocker muss man sich dran gewöhnen, ja, an den Controller, aber ich würde auf jeden Fall dann nochmal dran spielen. Gut, dann geht's jetzt los. Wir müssen zu unserem Außenposten und ich sehe es schon qualmen. Wir sitzen auf dem Quad. Wir könnten über die Straße außen rumfahren, aber wir spielen halt eben Far Cry 4, Freunde. Wir können auch einfach über die Klippe ballern und gucken mal, was passiert. Oh, 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 oh. Okay. War doch zu hoch. Ich dachte, ich könnte es eventuell überleben, aber gut, dass das jetzt so tief war. Jetzt werden wieder einige sagen, Mann, guck doch mal vorher, musst du doch sehen. Ja, hey, aber wer nicht wagt und so weiter. Gut, jetzt sind wir wieder hier am letzten Punkt. Guck mal, das ist echt, die hört sich auch geil an hier, wenn damit schießt. Okay, wo ist denn hier das nächste Quad oder Fahrzeug oder Gleiter? Ich sehe es schon, ne? Wir gleiten jetzt hier gerade die... Direkt vor uns. Ja, da ist so ein rotes Quad. Das nehmen wir mal schnell. Upp. Ich habe ja auch schon richtig Bock, hier nach Easter Eggs zu suchen. Da gab es ja im letzten Teil auch wieder einige lustige Sachen. Und das wird mit Sicherheit auch hier wieder der Fall sein. Oh, da sind irgendwelche... Ups. Die kommen. Alter, der schießt aber ganz schön auf mich hier. Finde ich aber nicht so lustig. Wir parken mal ganz kurz taktisch unter der Brücke. Natürlich wirst du mich zerquetschen. Klar doch. Mal auf, dass ich meine Sniper gar nicht auspacke, Kollege. Jetzt sind die mir tatsächlich irgendwie auf den Fersen, ja? Na, jetzt hat er aufgegeben. Wir kürzen mal so ein kleines bisschen ab. Da vorne ist schon unser Zielgebiet. Außenposten. Da sehen wir die rote Fahne als Erkennungszeichen. Das ist jetzt nochmal hier so ein typisches Tutorial-Element. Jeder befreite Außenposten schaltet einen neuen Unterschlupf und neue Aufgaben frei. Und wir müssen auch, das kennen wir auch aus Far Cry 3, aufpassen, dass kein Alarm ausgelöst wird, denn sonst kommen zusätzliche Truppen. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns hier vielleicht etwas unauffälliger hier reinschleichen. Na? Steig ab. So. Dann gucken wir mal, was wir denn hier haben. Wir bräuchten halt echt so einen Silencer für die Sniper Gun. Dann wäre das alles hier gar kein Problem. Zerstöre Käfige, um gefangene Tiere zu befreien. Gut. Das ist die Frage, wie ich den Käfig hier zerstöre und den Elefanten freikriege. Ich denke mal, in einem auf dem Schloss zielen. Aber es wird, glaube ich, zu laut. Yeah! Guck dir das an! Wow! Guck, wie der fliegt! Alter, dieser Elefant, der haut ja richtig rein! Guck dir das an! Krass, der haut der rein! Boah, Wahnsinn. Noch hat keiner von denen bemerkt, dass ich das eigentlich war. Gute Arbeit, Kollege Elefant. So, jetzt wird aber gleich nochmal richtig sauer, pass auf. Oh, oh. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Irre. Also so ein Elefant ist schon was Feines. Scheiße, der hat den Alarm ausgelöst, weil ich geschossen habe.
Hoffentlich bleibt der Elefant noch so ein bisschen hier. Boah, da kommen direkt zwei Autos. Ich glaube, der Elefant ist tot. Scheiße. Na gut, dann muss es halt eben jetzt auf die harte Tour. Tja, selber schuld. Selber schuld, Freunde. Ich bin halt mit einer Snipergun nicht zu unterschätzen. Hey. Alter. Und du willst ein Soldat sein? What? Wo kam das jetzt her? War auf jeden Fall irgend so eine Granate. Wo ist der Kollege? Da ist einer. Das war echt knapp. Ich glaube, der hat eine Granate hier hochgefeuert gerade eben. Und wir müssen gleich auch vielleicht mal einen Fähigkeitenpunkt auf das Heilen verwenden. Damit wir direkt mehr Gesundheit wieder auffüllen. Nicht nur... Was ist jetzt passiert? Achso, Außenposten befreit. Also das mit dem Elefanten hat natürlich richtig Bock gebracht. Hätte ich ein kleines bisschen mehr gewartet, hätten wir auch den Alarm verhindert. Und das wäre etwas einfacher gewesen. Aber warum einfach, wenn es auch schwer geht? Weil bei Far Cry 4 geht es halt eben zur Sache. Da geht es um die Wurst. Du bist kein guter Zuhörer, AJ. Aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es? Lakshmana? Diese ganzen indischen Lakshmana. Diese ganzen Namen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gael kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den Goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Paganmin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Wie sollte es auch anders sein? Also, natürlich werden wir das jetzt machen. Nach, AJ. Gut. Ja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Das wäre ja auch schlimm, wenn der jetzt sagen würde, oh ne, ich fahre wieder nach Hause, Spiel vorbei. 60 Euro umsonst ausgegeben. Nein, nicht umsonst, aber 2 Stunden und Ende, das wäre schon ziemlich hart. Okay. Koop-Modus, ja, wissen wir, dass es einen Koop-Modus gibt, aber da wir jetzt noch nicht online sind, da wir diese Aufzeichnung hier auch vor, viele Tage vor dem eigentlichen Release haben, bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das denn auch alles schon so hundertprozentig funktioniert. Aber wenn ihr das Spiel, wenn ihr das Spiel kauft, wird es natürlich alles funktionieren. Und wir gucken mal. Wie es weitergeht. Okay. Was? Wo? Ein Adler? Geht's um den da? So wie die Schüsse fallen. Alter, ich hab dich doch erwischt. Ja, jetzt. Cool. Also, naja, cool. Was heißt cool? Aber cool jetzt noch nicht, aber wo ist das Vieh? Und kann ich es looten? Ich sehe ihn nicht mehr. Naja, egal. Gut. Da müssen wir, glaube ich, als nächstes hin.
Das habe ich schon gesagt beim letzten Teil von Far Cry. Dieses gedrückt halten hätte man auch einfach nur einmal drücken können. Hätte mir auch gereicht. Worüber streiten Sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Und wie lange streiten Sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und Ihre Positionen ändern sich nie. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Na klar. Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ich schulde dem Goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Pyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, solange du hier bist. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir übernehmen das Kommando, retten Kyrat und machen die Alte klar. Die sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. So, und jetzt müssen wir uns, glaube ich, irgendwann entscheiden, für welche Seite wir denn kämpfen wollen. Machtverhältnis, Missionen sind äußerst wichtig für den Goldenen Pfad, aber Amita und Sebal haben unterschiedliche Ziele. Okay. Ja. Gab es hier noch irgendwas? Hier gab es dieses ominöse Bier, was die alte Omi sich eben schon mal literweise eingeflößt hat. Aber ansonsten gibt es hier jetzt nichts mehr. Jetzt müssen wir entweder zu A oder zu S. Aber wir entscheiden uns für A. Aber vorher sagte Super Insider Marcel, wir sollten noch schnell einen Tapir umlegen, um uns was Neues zu basteln. Oh, ich kann nicht. Missionsgebiet verlassen. Geht nicht, Marcel. Hätte ich schon machen müssen? Hätte ich schon vorher machen müssen, Marcel? Okay, er sagte, okay. Aber muss ich jetzt trotzdem erstmal hier sehr wahrscheinlich nochmal quatschen. Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Okay. Okay, gut. Ja, okay, ist halt jetzt so. Wir wissen ja, dass die gute Frau für die etwas offensiveren Wege steht. Von daher werden wir uns dem jetzt widmen. Wir müssen dann halt eben die andere Geschichte ablehnen. So, wir brauchen aber, um zur nächsten Mission zu kommen, mal eine Karre. Oh, ich bin schon wogegen gefahren, volles Rohr. Diese Musik in den Autos, das ist sehr klischeehaft, sagen wir mal so. Leute, ihr habt den Sender von Kyrat eingeschaltet und ich bin Rami. Das ist doch... So, wer war das? Da war gleich ein Flugobjekt, was man benutzen konnte. Ach so, echt? Ja. Gucken, ob ich hier einen Wegpunkt setzen kann. Ja. Ach da, Moment mal. Gut gesehen. Wir steigen sofort wieder aus. Aber bitte das mehr als 100 Heli. Meter. Da, ich guck dir das an. Das ist so ein Helikopter, kann man dazu glaube ich nicht sagen, aber sowas in der Art zumindest. Und na klar. Yeah. Dann steigen wir mal auf, Freunde. Das war zumindest im dritten Teil, was ich auch sehr cool fand. Aber ich kann nur noch schießen währenddessen.
Okay, das ist also ganz einfach, die Steuerung auf und ab mit X und Kreis. Und dann können wir... Oh, oh, was soll das denn? Hey, hier kein Sprit mehr oder was? Hey, ich schmier ab. Achso, ich war zu hoch, meinst du? Ja, ich glaube, der war... Jetzt fängt er schon wieder an zu piepen hier. Come on. Komme ich jetzt nicht über den Berghang hier drüber, oder was? Vielleicht drum rumfliegen. Was ist das denn für eine Klapperkiste? Oh oh. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Ich fühle mich nicht wohl hier. Kann natürlich sein, dass du recht hast. Dass man nicht allzu hoch fliegen darf mit diesem... Naja, Helikopter kann man dazu eigentlich sagen. Guck mal, da klebt auch vorne irgendwie so ein Klebeband. Das ist hier alles so notdürftig erledigt. Nicht sonderlich vertrauenserweckend, dieses Fluggerät. Sofort eine Lebensversicherung abschließen, ja. Hätte ich wohl besser gemacht. Ich glaube, ich habe gerade schon eins gesehen. Ah, Moment mal, war da eine Höhle? Haben wir gerade was entdeckt? Da ist doch eine Höhle hier, oder? Oder sind das nur, das sind nur so Haken für den Grapple? Okay, dann landen wir mal. Vielleicht sollten wir uns einen besseren Landeplatz suchen. Plock. Okay. Das war ja schon mal reichlich abenteuerlich hier. Aber cool. Hat Spaß gemacht. So, wohin? Die Leichen nach Informationen. Okay, durchsuchen müssen wir die Leichen. Vielleicht nicht die, gerade die da im Feuer liegen. Das macht wohl keinen Sinn. Ein Taschentuch. Naja, okay, gut. Man bräuchte jetzt hier so, wie bei Assassin's Creed, einmal Adlerauge. Um das richtige Ziel zu finden. Aber man kann ja auch einfach mal ein bisschen suchen. Man ist da auch echt zu verwöhnt. Hier nochmal hoch. Hier ist nichts. Oh, wer ist das denn da? Der ist es doch bestimmt. Na? Ihn kann ich nicht durchsuchen? Nein. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte eigentlich den Kollegen hier durchsuchen. Ach, da stand auch gerade... jetzt habe ich mich wieder sehr beliebt gemacht. Da stand doch gerade irgendwas von wegen die Leiche bewegen. Moment mal. Gucken wir nochmal. Halte R3, um den Körper zu bewegen. Ja. Okay. Das ist natürlich denkbar schlecht. Das ist eine brennende Leiche zu untersuchen oder wegzutragen. Konze, das war dumm. Aber, hey. Wieder ein Grund mehr für irgendwelche Leute... verflucht schlechte Comments über mich zu schreiben. Ja. Habe ich noch irgendwas, irgendeine Leiche noch übersehen? Hier oben vielleicht? Hey, da schießt irgendwer auf mich. Ich glaube, es hackt. Alter, Sniper oder was? Da oben. Also. Pass mal auf, mein Freund. Dich hole ich gleich da runter. Wo bist du? Ah, hier oben geht's auch weiter. Das
war es ja wahrscheinlich einfach nur ein Hinweis des Spiels an mich. Oh! Was? Jäger. Mhm. Okay, gut. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Meine Sniper ganz zurück. Ich glaube, das ist noch einer. Ja, ich habe es halt auch irgendwie zischen hören. Da schon wieder, aber ich sehe nichts. Vielleicht hinter dir irgendwo? Ja. Ja. Da oben ist er. Und ein Wolf. Alter! No! Ja, da haben sie mich ganz schnell in die Zange genommen. Der Wolf und die Jägerin. Meine Fresse. Verdammt hart. Ja gut, okay, aber ich glaube, wir müssen weiter hoch. Und dann finden wir auch dann entsprechend die richtige... Wo ist der blöde Wolf? Alter, das gibt es doch nicht. Na toll. Könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen? Alter! Was soll denn diese Scheiße jetzt? Das gibt's doch nicht. Es ist ganz schön anstrengend gerade, aber wir werden das schaffen. We will do it. Ich werde jetzt nur noch mit der Snipergun arbeiten und zwar schön aus der Ferne. Oder ich hole die kleine Uzi raus. Vielleicht ist auch das der bessere Weg. Ich glaube, hinter dir ist der Wolf. So, Wolf. Gute Nacht. So geht's natürlich auch. So, ich glaube, das war's aber jetzt hier an Jägern und Wölfen. Oh, ein paar Spielkarten. Wollte ich schon immer mal haben. Noch so ein Scheißjäger. Wo ist er? Ja, da war er gewesen. Ah, oben oder unten? Rechts oben. Da ist er. Hat er sich gerade eben, hat er sich abgetarnt? Ja, genau. Brandpfeile auch noch. Mann! Jetzt reicht's mir aber. Ganz schön da ist der nächste, ich dreh durch und ich habe nur noch ganz wenig Gesundheit. Könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen jetzt mit euren scheiß Pfeilen hier? Ja, mach mal so ein paar Verbände da drum. Genau, zingeli zack. Das sind ja echt unangenehme Zeitgenossen, diese Jäger. Wo ist er jetzt wieder hin? Ja? Ich glaube, da stand da. Hab ich noch nicht gesehen, aber ich ihn. Die können aber anscheinend hier ganz schön was einstecken, die Kollegen. Alter, gehen die mir auf die Nerven. Mann! Bleib stehen. Alter, wieso treffe ich den nicht? Jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Gibt's doch nicht. Ha! Als hätte ich es gewusst. Da kommt
kommt er schon wieder mit so einem scheiß Brandpfeil. Hey, das gibt's doch nicht. Ich glaube, am besten die Uzi nehmen drauf stürmen. Das runtergerannt. Wo ist er? Da ist er. Okay, dann begeben wir uns mal hier zu dem gelben Punkt, in der Hoffnung, dass wir jetzt alle Jäger erledigt haben. Also die waren ganz schön nervig. Aber es soll ja nicht einfach sein. Es ist halt eben Far Cry und nicht Ponyhof. Und er sieht auch nicht so nett aus. Oder wärst du da jetzt reingesprungen? Sei ehrlich. Hätte passieren können, ja. Kann man bestimmt auch looten. Na? Nee, geht nicht. Ach, die Beutetasche ist voll. Ja. Mist. Okay. Vielleicht soll ich mir einfach mal irgendwas basteln, damit meine Beutetasche mal wieder leer ist. Amita, ich hab die Infos. Okay, AJ, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Gut, ich wollte mal eben schauen, ob wir noch irgendwas craften können, also herstellen können. Das machen wir jetzt nochmal eben schnell, indem wir hier mal aufs Pad gehen und gehen. Wir haben auch zwei neue Fähigkeitenpunkte, die können wir mal einsetzen. Hilfsspritze Level 2. Hilfsspritzen erneuert 4 deiner Gesundheitsfelder. Das ist schon mal gut. Was haben wir noch hier? Gerätespezialist. Die Geschwindigkeit, Dinge zu reparieren. Doppelt so viele Blätter von einer Pflanze sammeln. Okay. Da müsst du auch mal gucken, was wir mit den Pflanzen alles machen können. Herstellung. Achso, das war's hier erstmal. Zierungsbeutel. Aber wir könnten. Was ist das denn hier? Ein Köderbeutel, einen größeren, könnten wir uns herstellen. Haben wir gemacht. Okay. Dann können wir auch mal die Fortschrittsanzeige kurz begutachten. 8 von 32. Also es gibt noch eine Menge zu tun. Guck mal, hier ist nochmal alles, was wir in der Beutetasche haben, drin. Plastiktüte sieht sehr interessant aus. Was könnte hier wohl drin sein? Ja, ich glaube auch, dass... wird hier noch interessant, der Schlagring. Das können wir natürlich auch alles verkaufen nachher. Das sollten wir auch mal tun, damit auch diese Tasche irgendwann wieder leer ist. Ein grünes Blatt. Was können wir damit machen? Eine Spritze herstellen, empfohlene Nutzung. Okay, müssen wir auch mal gucken, wie wir das dann... Müssen wir eigentlich auch in der Herstellung irgendwo? Oder haben wir das noch nicht? Vielleicht müssen wir es über eine Fähigkeit erst noch freischalten. Okay, aber das ist jetzt hier gefährliches Halbwissen, was ich von mir gebe. Das werden wir schon noch herausfinden im weiteren Verlauf des Spiels. Und wo setzen wir jetzt mal unsere Punkte ein? Was meinst du, Norm? Ja, der Tiger war irgendwo auf jeden Fall. Sollen wir mal ein bisschen aggressiver werden? Tod von oben. Messerwurf, Takedown. Startet ein Takedown. Ich glaube, das ist nützlich. Ja. Wenn man Geiseln befreien muss oder so. Ja, auf jeden Fall. Machen wir mal. Okay. Was Neues hergestellt haben wir auch wieder. Dann ziehen wir mal los. Rechts oben stand einer. Da ist schon wieder so ein Jäger. Diesmal hole ich mir den Typen direkt. So. Leute. Ich lasse mich doch von euch hier nicht verarschen. Aber die sind ganz schön. Komm mal her. Ja. Der hat gut abgezogen. Mhm. Alter, jetzt habe ich schon wieder so ein Vieh hinter mir. Junge, Junge. Welcome to the wilderness. Habe ich dich? Ja, okay. Mein Gott, geht das hier ab. Jäger, Tiere, Feinde, Paganmin. Wo ist jetzt dieser Jäger hin? Der schießt mir gleich wieder so einen Brandpfeil in den Rücken. Haha.
Alter, was ist denn hier los? Hau ab! Nur Drecksviecher. Ich glaube, deswegen haben sie den eben erschossen. Ja. Du stehst hier nur unter Beschuss. Wilde Tiere, ein Pfeil habe ich noch da drin stecken. Muss wieder zurücklaufen. Alter Schwede. Gescheitert, okay, ich habe das Missionsgebiet verlassen. Hey, das war jetzt aber so viel auf einmal. Ja, so ein scheiß Wolf, der Jäger, und dann kommt dieser Adler, der dich angreift. Außerdem die Pagan-Min-Haare, die mir ständig im Gesicht hängen. Also, es ist schon, ja, wie ich immer so schön sage, es ist kein Ponyhof. Ich hab die Infos. Okay, AJ, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Okay, dann nehmen wir mal die Beine in die Hand. Laufen wir mal. Laufen wir mal, ja, super. Und überall sind diese... Schöner Kopfschuss. Ja. Ich höre schon wieder den Wolf von irgendwo. Da hinten ist noch einer. Ja, ich glaube, lass den Wolf kaputt machen. Wenn ich nur wüsste, wo das Vieh ist. Da! Scheiße! Es war voll an der Reinhauen. Jetzt gleich kommt bestimmt wieder der Arter, der mich als nächstes von oben irgendwie abmurkst. So, wo ist jetzt der Jäger hin? Der hat sich auch schon wieder... Also, die bewegen sich auch total schnell. Ja, man hört ich höre den Adler. Ah, da ist er schon wieder. Drecksvieh, hau ab. Ey, wenn das kein Kopfschuss war, dann weiß ich es auch nicht. Mensch. Also, ich sag mal so, auf Schwierigkeitsstufe normal geht's hier aber schon ganz schön zur Sache. Ich muss hier so ein bisschen strafen, damit mich nicht der Jäger hier erwischt. Jetzt hat er sich da hinten abgetan in so einem Busch. Meine Fresse, also die KI ist für normal echt ganz schön. Nee, ich hab dich doch eben schon mal getroffen, du Drecksack. Jetzt holt er die volle Pfeile raus. Komm, noch so ein Verband. Ich kann ja auch einfach mal laufen. Du bist nur ungern, aber da oben steht schon wieder so ein Jäger. Mein Gott, das ist hier voll von denen. Man muss sich einfach mal Zeit nehmen, ein bisschen besser zielen, dann klappt das auch. Was los, ey. Da kommt der Nächste. Lasst mich alle in Ruhe! What the fuck? Alter. Also, ja, da würde ich bei so vielen Gegnern, würde ich auch sagen, so eine Maus und Tastatur wäre ich vielleicht etwas präziser. Das ist natürlich dann auch immer etwas hektisch, ne, mit so einem Controller, aber ist schon stramm, was hier so abgerufen wird. Habe ich nicht vielleicht noch einen Köder? Ich wollte mich gerade sagen, vielleicht Köder reinschmeißen. Oder der gibt zwei. Na, der Wolf macht's schon. Okay, gut. Oder nicht? Frisst der Wolf jetzt den Köder, den eigentlich irgendwer anders fressen sollte? Na toll. Gut. Auch ein Stück weit realistisch, muss man sagen. Natürlich auch hier hoch. Herzlichen Glückwunsch. Sobald ich jetzt mit dem Gewehr arbeite, wissen die anderen auch Bescheid. Toll. Jetzt habe ich da so eine Bisswunde schon wieder. Okay, dann müssen wir es halt jetzt mal auf die harte Tour nochmal machen. Sehen wir irgendwas Explosives vielleicht hier in der Nähe? Nicht so, ne? Ich glaube nicht, dass die grünen Fässer... Alter, fail. Total fail. Vier Schüsse für den. Na, komm mal her. Der nächste.
Alter, wo kommen die denn jetzt alle her? Guck mal, da sind 3 Stück von denen. Also ich glaube, man muss hier schon echt gut ausgerüstet sein, um da reinzugehen. Alter. Was geht ab? What the fuck? Puh, vielleicht fragen wir noch mal den allwissenden Marcel hinter der Kamera, ob er, weißt du irgendwas, gibt es irgendeinen Trick bei dieser Mission? Musst du einfach Stealth machen, ist doch klar. Wir haben ja noch die Messer. Ja, wo kommen die denn auch auf einmal alle her? Dann poppen die da auf. Okay, Wurfmesser, ja. Wäre vielleicht eine leise Alternative. Achso, die muss ich jetzt auch wieder mit R1. Aber ich bin nicht nah genug dran, richtig? Toll. Ganz unauffällig. Das hat ja schon mal wieder auch super funktioniert mit meiner Stealth-Masche. Und schon kommen wieder 30.000 Pfeile von allen Seiten. Wo kommen die denn alle her? Mein Gott. Hey. So, jetzt übergebe ich gleich an, hier, Norm. Na, Norm, du musst es machen. Was machen wir denn falsch? Müssen wir doch vielleicht von oben? Ja, vielleicht doch versuchen anzuschleichen. Okay, gut, wir schleichen. Schleichen wir. Ja, der Wolf ist natürlich immer dieses Hindernis. Das haben wir für dich jetzt hier. Toll, das mit dem Takedown hat schon mal nicht funktioniert. Und jetzt wissen schon wieder alle, dass ich da bin und alle kommen auf mich drauf. Ja, klar. Super. Okay, jetzt wissen wieder alle, dass wir da sind und hinter. Ja. Das kannst du vergessen. So. Vor allem, wir müssen uns auch schneller heilen. Aber das haben wir eben nicht ausgewählt als Fähigkeit. Das wäre natürlich auch in diesem Falle jetzt wichtig, dass du nicht nur ein Gesundheitsfeld wieder auffrischst, sondern direkt 2 oder 3. Pfeil und Bogen, sagt Marcel. Oder besser gesagt, erstmal diesen Wolf da raus zu locken. Braucht man nur Pfeil und Bogen erstmal. Oder lockt den Wolf raus mit dem Fleisch, was wir noch haben. Woher kriegen wir jetzt Pfeil und Bogen? Ist die Frage. Da müssen wir so einen Typen hier umnieten. Der Wolf kommt. Hatte der jetzt vielleicht einen Bogen? Ja. So, jetzt wieder schnell raus hier. Dieser Dreckswolf schon wieder. Hey, Wolf! Okay, ich fluche ganz schön im Moment. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Mein Gott, ist hier was los, aber auch. 3 Stück. Da unten ist einer, den kriegen wir aber hier mit dem Bogen. What? Wieso schieße ich denn daneben? Bin ich zu dumm für diesen Pfeil und für diesen... Mann. Ja, selber schuld. Aber ich glaube, wir sind wieder aufgeflogen. Da kommt der Nächste. Alter! Und wieder Feierabend. So, jetzt kommt ja wahrscheinlich noch der Adler, der mir den Rest gibt. Das dauert einfach auch viel zu lange mit dem Heilen hier noch. Man bräuchte einfach so einen Trank, so gluck, gluck, gluck und fertig. So, die Leute wissen jetzt eh, dass wir da sind. Also,
Ach so, jetzt habe ich die Knarre gar nicht mehr. Scheiße. Na gut, mit der Uzi fall drauf. Irgendwer muss man noch irgendwo sein. Die Musik ist immer noch so leicht auf, so unterschwellig aggro. Heilen wir uns nochmal schnell. Füllen Munition auf. Okay, gut. Das war aber jetzt echt ganz schön anstrengend. Ah, Medikit. Gut. Ich glaube, hier ist keiner mehr, oder? Okay, was müssen wir suchen? Was müssen wir finden? Da ist noch einer. Siehst du, da läuft er. Ich hole dich jetzt aus dem Hinterhalt. Schön. Scheiße. Da ist noch einer. Nein. Mensch, ey, ein von diesen Pfeilen und du bist tot. Mann. Das kann doch echt nicht wahr sein, dass das hier so lange dauert. Und dass die so viel Schaden machen. Ich bräuchte meine Snipergun. Da hinten ist er. Hat er wieder diese bescheuerten Brandpfeile am Start. Siehst du auch wieder nix? Dann haben wir noch Firewall. Ja, und jetzt brennt natürlich auch hier die Umgebung wieder mit. Ich bräuchte meine... Wo habe ich meine Snipergun denn abgelegt eben? Ich meine da in der Treppe. Na toll, da brennt es gerade. Ist nicht so cool, da jetzt hinzulaufen. Stirb! Ja. Ich glaube, du solltest da so langsam weg, wegen dem Feuer. Das war echt ganz schön anstrengend. Verdammt, das waren gute Männer. Sag mir, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Nein, sie sind nicht umsonst gestorben. Okay. Hast du die Infos? Eine Karte von einem Tempel oder so. Okay, AJ, das könnte wichtig für uns sein. Ich überprüfe das. Hier müsste eigentlich, da liegt meine Snipergun. Die hätte ich eben wieder gebraucht. Okay, gut, wir haben also jetzt hier wieder einen neuen Außenposten. Munition ist aufgefüllt. Gut, also, das war echt heftig, muss ich sagen. Einfach ist anders. Aber es ist halt eben Far Cry und nicht Ponyhof wäre ein Einsatz gewesen. Gut. Wollen wir mal nicht rumjammern hier, also ich. Man hätte sich vielleicht auch ein bisschen... ja, vielleicht hätte man ein bisschen mehr mit Stealth machen sollen hier an der Stelle auch. Aber... Gut, wir können mal ganz kurz auf die Karte schauen. Wo geht's hin als nächstes? Der ist da und wo ist... Die ist da irgendwo. Okay. Kann ich da hin mit Schnellreise? Nein, kann ich nicht. Ich könnte hier nicht, kann aber auch zu Fuß gehen. Okay, das bringt mir nicht so viel. Ich habe da keinen Schnellreisepunkt, weil ich den Turm noch nicht erklommen habe. Und somit haben wir auch noch nicht dieses Gebiet komplett freigeschaltet. Aber wir können doch mal hier unten am Wasser entlang. Mal gucken, was uns hier so erwartet an Tieren vielleicht. Ich werde das nie vergessen, ohne Scheiß, wie ich bei Teil 3 so nichtsahnend an so einem Fluss entlang bin. Siehst du, da ist es schon wieder. Und dann pass mal auf, dieses Krokodil. Ich habe es gesehen. Ich
Ne? Ich gehe jetzt nur mal dran vorbei, um euch zu zeigen, was passiert, wenn man nicht aufpasst. Bei Teil 3 bin ich nämlich, habe ich es nicht gesehen und bin einfach so lalala dran vorbei. Ach du lieber Gott. es ist ziemlich rot. Ich hoffe, es ist nicht mein Blut. Da kommt noch so eine Katze an. Ah, ich dachte, die will mich hier plätten. Gut. Dich können wir aber... Die suchen nicht Beutetasche schon wieder voll. Ich brauche einfach eine größere Beutetasche. Ja, verkrümel dich mal. Keine Lust auf Ärger jetzt hier mit so einem Vieh. Haben wir aber eben auch gesehen, es gab was Neues in der Herstellung. Achso, ein Köderbeutel. Ich bräuchte hier so eine Beutetasche. Was brauche ich denn da? Sambafell, zweimal. Tja, keine Ahnung. Aber wir könnten mal den Köderbeutel vergrößern. Da müssten wir nicht auch wieder Platz in der Beutetasche haben. Ja, okay, gut. Dann, ich glaube, links war Nashorn. Was ist das da hinten? Da ist ein Nashorn, genau. Haben wir hier irgendwas, wo wir hintauchen können? Was ist das? Wonach sieht es für dich aus? Ja. Das glaube ich, ein paar Leute da ersoffen sind. Aber ich glaube... Oh, ich muss nach oben. Ich kriege keine Luft mehr. Sonst bist du der Nächste, der unten liegt. Ich muss nochmal da runter. Warte mal. Ich hänge fest. Ach, guck mal, die sind hier angekettet. Die waren hier an so so Steinen waren die angekettet. Okay. Was man nicht so alles entdeckt hier bei Far Cry 4. Hier ist noch so ein MG, eine MG-Stellung. Können wir natürlich auch mal benutzen. Aber erst laden wir noch mal nach. Komm her, lieber hier. Iltis. Okay. Ja, okay. Unnötiges Rumgeballer. Kann man auch einfach mal sein lassen. Kommen wir nicht hoch. Was ist es? Was ist das? Ist das vielleicht ein Samba? So ein Stinktier, oder? Du meinst, es war ein Stinktier. Gucken wir uns mal genau an, was es war. Ja, ich denke auch. Ein Honigdachsfell. Oh, wo kommt denn dieses Boot her? So, und jetzt holen wir uns das Boot. Ha! So, das ist doch mal ein schickes Boot hier. Yeah, das geht ab. Hallo, Kollegen. Ja, das so ein Boot macht Spaß und diese Rauchsäulen, die wir hier sehen, das sind, meine ich, alles auch Außenposten, die noch nicht eingenommen sind. Können wir mal eben gucken. Moment. Achso, Karte ist hier. Genau, wir befinden uns gerade im Prinzip direkt an so einem Außenposten, der wieder durch so eine Rauchsäule markiert ist. Und rein theoretisch wir haben kein MG hinten drauf, schade. Okay, aber... Wir können ja mal schnell, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, diesen Außenposten hier einnehmen.
Oder sagen wir mal so, wir können es versuchen, diesen Außenposten einzunehmen. Was? Wieso wird hier schon geschossen? Vielleicht Kaiser noch geschossen? Aber das ist so ein Drogenlager. Ist da jemand? Dreht dem Feind nie den Rücken zu! Los geht's! Wagen ihn vor! Ja, Junge! Oh, da kommen wieder irgendwelche Bekloppten. Ich wollte vor! Hat es sich jetzt auch sehr komisch angehört. Ja. Da jetzt einen Köder reinschmeißen. Bitte? Da jetzt einen Köder reinschmeißen. Ja. Oh oh, der hat eine Pumpgun. Nicht gut. Aber so eine Pumpgun wäre jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Scheiße Alarm. Wo seid ihr denn? Sind in einer halben Minute da. Wir kommen von der Straße. Ich glaube von rechts. Ja. Cool, wäre jetzt wieder so ein Elefant hier. Tötet das Vieh. Sehr gut. Da ist schon wieder irgendwer drin. Du verdienst es nicht zu leben. Okay, ich bin gerade ziemlich ruhig, weil ich mich echt total konzentriere, dass das hier nicht in die Hose geht. Da oben. Come on. Ja, yeah, erledigt. Nächster Außenposten eingenommen. Wenn man sich konzentriert und keine Jäger, Adler und Wölfe im Rücken hat, dann ist es natürlich auch locker machbar. Das eben war schon echt reichlich anspruchsvoll. Und ja, diesen Außenposten haben wir jetzt wieder eingenommen. Wir können mal eben auf die Karte gucken, um auch nochmal zu sehen, dass sich jetzt hier der Fog of War, wie man das nennt, auch gleich lichtet an dieser Stelle. Zumindest sollte er das nicht. Nein, okay. Ach nee, wir müssen den Funkturm einnehmen. Quatsch, was erzähle ich denn hier? Den müssen wir noch einnehmen, damit sich der Fog of War komplett hier aufhebt. Ja, okay. Gut, alles klar. Dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle Schluss mit dem dritten Let's Play Far Cry 4 und gehen wir mal kurz auf Pause. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ich hatte auch eine Menge Spaß, auch wenn es zwischenzeitlich echt anstrengend war. Und Norm, danke, dass du hier gewesen bist. Ja, danke auch. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr nicht unter den 30.000 Abonnenten seid, dann tut es jetzt. Abonniert unseren Channel Ubisoft TV und wir sehen uns hoffentlich schon im nächsten Video wieder. Bis dann.